Hallo und ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Dr. Annette Jasper und in meinem heutigen Podcast habe ich einen ganz besonderen Gast und ich freue mich sehr, ihn dir vorstellen zu dürfen. Und möglicherweise oder vermutlich kennst du ihn schon, denn es ist der Arzt Dr. Rüdiger Dahlke. Dr. Rüdiger Dahlke ist ein großes Vorbild von mir. Er ist ein großer Mentor und hat mir persönlich bei meiner Weiterentwicklung und bei meiner Genesung von meiner Krebserkrankung ganz, ganz viel geholfen. Ich habe viele von seinen Büchern gelesen. Er ist ja ein Bestsellerautor, der weit über 70 Bücher geschrieben hat. Er ist als Redner, als Speaker in ganz Europa unterwegs. Und ja, heute ist er hier bei mir im Podcast und ich bin mir sicher, dass du die eine oder andere Inspiration, Information für dich mitnehmen wirst. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Interview. Also meine Lieben, ich habe euch gerade schon gesagt, wir haben heute einen Stargast im Podcast, Dr. Rüdiger Dahlke. Was ihr nicht wisst, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von ihm. Also Rüdiger, du hast hier einen deiner größten Fans gerade auf der anderen Leitung. Aber falls es doch Menschen gibt, die dich noch nicht kennen, stell dich bitte einmal vor. Ja, heiße Rüdiger Dahlke und bin jetzt nicht Zahnarzt wie Annette, sondern Normalarzt, eigentlich praktischer Arzt war ich immer, dann wurde man plötzlich Allgemeinarzt. Aber ich bin lieber praktischer Arzt geblieben und ich habe mich immer für Psychosomatik interessiert, schon in der Schulzeit, muss ich sagen, wollte ich Analytiker werden. Und das hat sich dann gegeben während der Doktorarbeit und meiner Analyse. Und ja, dann habe ich sehr viel Psychotherapie gemacht, Thorvald Detlefsen kennengelernt und Schattentherapie gemacht, eigentlich fast nur noch Psychotherapie. Und dann haben wir gemerkt, wenn verstopfte Patienten kommen, die können gar nicht so gut reingehen in die Psychotherapie. Dann habe ich angefangen mit natürlichen Abführmitteln. Dann habe ich gedacht, okay, wir können fasten. Das tat ich schon immer sehr gern, das mache ich schon sehr lang. Und dann habe ich plötzlich für alle Fastenberatung machen müssen, also für alle anderen Therapeuten dort auch und ihre Klienten. Das war dann, habe ich 10-mal die Woche eine Stunde lang dasselbe erzählt. Das hat mir gar nicht so gepasst. Dann habe ich so eine, wie soll ich sagen, eine Loseblattsammlung gemacht aus 12 Klarsichthüllen und 24 DIN A4 Blätter über Fasten geschrieben, da reingeklemmt. Hatte ich 5-mal, habe ich dann ausgeteilt. Fand Detlefsen unästhetisch. Also gesagt, schreiben Sie nochmal 24 oder mehr, dann machen wir ein kleines Buch daraus. Bewusst Fasten war mein erstes Buch. Und das ist eigentlich so geblieben. Immer wenn ich 100-mal selber erzählt habe, mindestens, dann habe ich angefangen, ein Buch zu schreiben, einen Film drüber zu machen, eine CD oder sowas. Und so sind 74 Bücher inzwischen entstanden. Die Schwerpunkte, das ist so, also Krankheitsbilderdeutung, dafür bin ich, glaube ich, immer noch am bekanntesten, von Krankheit als Weg bis Krankheit als Symbol, dieses Nachschlagewerk. Dann habe ich zur Philosophie dahinter viel geschrieben, Schicksalsgesetz, also das Buch über die Spielregeln, dann Schattenprinzip und Lebensprinzipien. Und in den letzten 10 Jahren bin ich sehr bekannt geworden durch diese ganze Ernährungsrichtung, Peace Food, pflanzlich vollwertiges Essen, eine ganze Reihe daraus entstanden. Und ja, ich habe aber auch viel immer so zu Säulen der Gesundheit gemacht, einfach ein Detox, Körper, Geist, Seele, Detox oder solche Dinge. Und jetzt angestachelt durch die Corona-Welle, muss man sagen, und das, was ich für eine Inszenierung halte, ehrlich gesagt, habe ich dann vor 4 Wochen, wo ich immer wieder gehört habe, was da für Angst verbreitet wird, und als Psychotherapeut, der ich lange, 30 Jahre war, weiß ich, was Angst für eine Macht hat, ne? Was für eine Wirkung das haben kann. Ich halte das für wirklich schrecklich. Inzwischen viel schlimmer die Kollateralschäden als der Virus. Das ist ja jetzt von vielen Fachleuten eigentlich bestätigt, dass der genauso gefährlich ist wie die normale Grippe. Und bitte, nicht missverstehen, die normale Grippe ist gefährlich. Ja, also für Risikopatienten, 2018 sind 25.000 Deutsche, mehr als 25.000 dran gestorben. Also es ist nicht gar nichts, aber es ist jetzt nicht mehr als die normale Grippe. Aber die Kollateralschäden sind gewaltig. Ja? Also diese Isolationsfolter, sage ich ja mal dazu, in den Altenheimen, in den Pflegeheimen, das ist ja unbeschreiblich, was denen angetan wird. Auch wirtschaftlich, jetzt sagt der Österreicher hier, in also wirklich kurzsichtiger Art, wahrscheinlich bis Juli darf nichts gemacht werden. Ich meine, der ruiniert so viele Betriebe, kleine, mittlere Betriebe, die großen nicht. Und
Wenn man denkt, was am Schwarzen Freitag 1929, wie viele sich umgebracht haben, in Depressionen gegangen sind. WHO-Präsident sagt heute, um Gottes Willen, ist Gewalt zu Hause. Klar, wenn du die Leute zusammen einsperrst, die sich sonst nur am Abend sehen und dann den Fernseher einschalten, dann gibt es auch viel Mord und Totschlag. Kannst du auch umgekehrt sehen. Ich bin heilfroh, ich bin im letzten Moment noch von Zypern, wo ich schreibe und lebe jetzt auch, zurückgeflogen. 2 Tage später wäre es nicht mehr wäre ich da gar nicht mehr so einfach weggekommen. Und Rüdiger, vielen Dank. Du hast da jetzt schon so viel drin gehabt. Also ich habe jetzt, glaube ich, schon mindestens 50 Fragen an dich. Aber ich gehe jetzt nochmal ganz, ganz nach hinten zurück, weil es interessiert mich schon mal so unfassbar, wo du dieses Wissen her hast. Dieses Wissen über die Psychosomatik. Da gibt es ja, jetzt habe ich ja Zahnmedizin studiert, da ist ja auch ein bisschen Medizin dabei. Ne? Jetzt die letzten Jahre habe ich Ayurveda-Medizin studiert, aber diese Psychosomatik, das, ich meine, natürlich, du brauchst viel Lebenserfahrung, viel Erfahrung mit Patienten, aber all diese Deutungen der Krankheiten, woher hast du das? Also das hat natürlich verschiedene Quellen. Also erstmal bin ich fast 69 und ich mache das nicht seit gestern. Ich habe da also eben für Psychoanalyse mich in der Schule angefangen zu interessieren und dann habe ich fast 30 Jahre Psychotherapie gemacht und zwar viel. Ich habe immer ganz gern ganz viel gearbeitet. Das hat mir sehr viel Freude auch gemacht. Und wenn die anderen 2 und 3 Patienten am Tag hatten, hatte ich manchmal 4 und 5. Und habe dann angefangen, die auch natürlich nebenher noch zu behandeln, weil ich ja eben Arzt war. Und die meisten waren Psychologen dort, wo ich arbeitete bei Detlefsen. Und dadurch ist dann einfach auch relativ viel so parallel Wissen entstanden. Ja, also wir haben eben gemerkt, dass wenn du verstopft bist, es schwer ist mit Schattentherapie. Also bringst du auf der körperlichen Ebene Bewegung da rein, dann bewegt sich auch was auf der Seelenebene. Und da beginnt eigentlich schon die Krankheitsbilderdeutung, was dann in Krankheit als Weg zuerst mal ausgedrückt wurde. Und dann habe ich das natürlich, weil das so eingeschlagen ist, also nicht bei den Kollegen, aber bei den Patientinnen und Patienten habe ich das weiterverfolgt, einfach immer im Hinterkopf gehabt. Habe auch ganz viel Fortbildung gemacht. Und dann ist natürlich auch so, ich war am Anfang so drauf, das hatte ich von der Schule her schon so, ich hatte mal so ein fotografisches Gedächtnis, also ich brauchte einfach nicht so das Pauken, sondern habe einfach durchgelesen, wusste ich das. Und dann hatte ich so den Anspruch, das alles zu lernen in der Medizin. In der Schule ging das ja, aber in der Medizin ging das ja nicht. Also ich habe Homöopathie angefangen zu lernen, auch bei guten Lehrern, aber ich habe eben auch noch ayurvedische Medizin versucht zu lernen und TCM, tibetische und auch die traditionelle europäische Medizin und bin einfach ganz viel gereist, immer in den Semesterferien schon und dann später auch weiter. Also ich habe in einem halben Jahr so viel gearbeitet wie die anderen in dem Jahr oft und bin das andere halbe Jahr gereist und so ist da viel zusammengekommen. Das täuscht natürlich auch ein bisschen, ja. Also ich kann natürlich nicht annähernd wie du jetzt über Ayurveda in der Tiefe reden, aber ich habe es so weit verstanden, weil ich ja mal angefangen habe zu lernen. Also ist bei vielen Sachen bei mir so. Ich wollte alle diese Grundsprachen lernen, also Hebräisch, klassisches Griechisch, klassisches Latein. Gott sei Dank, klassisches Latein musste ich lernen, fürs Latinum damals. Wie großes Latinum oder was mussten wir haben zum Studieren? Aber von den anderen beiden, Griechisch und Hebräisch, weiß ich, habe ich nur die Buchstaben eigentlich dann gelernt und ein bisschen was. Aber trotzdem kann ich natürlich immer noch was ableiten. Also das täuscht dann. Ich kann dir die Doktors natürlich erklären und warum dann da noch eine spirituelle Dimension in der Ernährungslehre gibt und warum, obwohl der Knoblauch so gesund ist, auf der körperlichen Ebene, aber auf der Ebene, wo die jetzt nach Sattwisch und Tamas gehen, ist es nicht mehr für die Erleuchtung nicht gesund. Sowas kann ich ganz gut, ne? Aber wenn ich dir jetzt Mittel sagen sollte, ayurvedische, dann geht das über Kurkuma jetzt nicht wahnsinnig weit hinaus. Ja. Das zu dir. Das scheint dann manchmal natürlich schon auch so. Und mir hat mich erlöst, hat mich davon der Willibald Gavlik, das war ein Homöopathielehrer von mir, einer von meinen Homöopathielehrern. Und der hat einfach mal zu mir gesagt, weißt du, das hat eigentlich nicht so viel Wert, wenn du jetzt dich zwingst, jeden Tag noch auch spätabends eine Stunde homöopathische Mittelbilder zu studieren. Sehe es doch einfach mal so, deine Aufgabe ist einfach, die Naturheilverfahren, die sich so verfahren haben und so an den Rand gedrängt wurden, die musst du wieder ins Spiel bringen. Mach doch das zu deiner Aufgabe. Du redest gut, du schreibst gut. Du musst jetzt nicht wie ein Irrer homöopathische Arzneimittel pauken,
Weil, und das wusste ich selbst, intuitiv war ich nicht absolut der Beste da. Ich konnte sehr gut auswendig lernen. Aber in Homöopathie brauchst du natürlich dann auch irgendwie so den Blick, den Martin Stübler hatte oder so. Mhm. Das habe ich wohl auch gesehen. Otto Eichelberger. Ich habe ja bei Vögeli noch gelernt. Also ich habe dann gelernt, auch das mal sein zu lassen. Mhm. Und heute kann ich noch ab und zu ein homöopathisches Mittel als bewährte Indikation empfehlen. Da sagen Leute, was, Homöopathie können Sie auch noch? Nein, muss ich sagen. Kann ich, klassische Homöopathie war mein Anspruch, kann ich aber nicht. Aber es ist so ein bisschen irgendwie, ja, wenn Blasenentzündung, es brennt furchtbar und es kommt nichts, dann sage ich Cantharis. Und das hilft dann manchmal, ja. Also das kommt dazu. Und dann ist es auch noch so, dass bei der Krankheitsbilderdeutung, zu der du fragst, ist einfach in diesen gut 30 Jahren Psychotherapie und Beratung wirklich viel zusammengekommen. Also ich habe immer die ersten 20 Jahre 2 Stunden für die Erstanamnese gehabt. Also ich konnte wirklich viel zuhören. Hm. Denkt man gar nicht, wenn ich so viel rede, ne? Aber das habe ich da auch gelernt. Entschuldigung. Doch, doch. Also wenn ich in meinen Büchern lese, dann entdecke ich ja auch immer wieder neue Dinge. Und das ist ja eben auch das Schöne an Büchern. Aber ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Zuhörer mit dem Schattenprinzip nichts anfangen kann. Und ich halte das für ganz, ganz wichtig, wenn man sich mit seinen Themen eben was im Hinblick von Gesundheit und eben ja als Prävention, um eben nicht krank zu werden, dass man sich doch damit ein bisschen auskennt. Kannst du uns dazu etwas sagen? Was ist das Schattenprinzip? Also muss ich aber ein bisschen ausholen. Es gibt Spielregeln im Leben. Das sind die Grundgesetze, könnte man sagen. Ich habe die in einem Buch Schicksalsgesetze genannt. Da ist eins, das Gesetz des Anfangs, das alles schon am Anfang liegt. Da ist heute viel geforscht drüber. Malcolm Gladwell hat einen Bestseller dazu geschrieben, Blink. Dann gibt es das Resonanzgesetz, das steht da noch drüber, dass du nur mit den Krankheitsbildern zu tun kriegst, zu denen du Resonanz hast. Also, dass du sozusagen nur die Partner findest, zu denen du Resonanz hast. Und wir haben auch die Politiker, das ist zurzeit deprimierend, aber das sind die, die wir gewählt haben, zu denen wir Resonanz haben. So, also das ist das zweitwichtigste Gesetz. Das ist auch wissenschaftlich belegt durch die Erforschung der Spiegelneuronen. An der Universität Parma in Italien haben sie die entdeckt. Und an erster Stelle steht das Polaritätsgesetz, das zu jedem immer auch einen Gegenpol gibt. Gute vom Schlechten, hat Paul Watzlawick das genannt. Also die Physiker wissen, zu jedem Elektron gibt es auch ein Positron. Ja, außer zum Photon, das Lichtteilchen hat nicht so einen Gegenpol, aber alle anderen haben so einen Gegenpol. Ja, zu Licht gehört Schatten eben in dieser Welt und es gehört zu Yin, auch eben Yang, Gegenpole. Und wenn wir in diesem Polaritätsthema, wenn wir da nicht wach sind und sehen, dass immer auch ein Schatten dabei ist, dann neigt dieser Schatten aus dem Bewusstsein tiefer zu sinken. Man könnte sagen, ins Schattenreich, auf die Körperebene kann man auch sagen. Also in der Krankheitsbilderdeutung stellt sich das so dar. Wenn du jetzt, sagen wir, in der Lebensmitte nicht umkehren willst und auch nicht wieder werden willst wie die Kinder, dann kannst du das ja sein lassen. Kannst du sagen, das ist ein christlich und das interessiert mich nicht, da will ich nichts mit zu tun haben. Aber es ist ein Urthema oder ein Archetyp. Also du hast nicht die Wahl, ob du wieder umkehrst und wieder wirst wie ein Kind, sondern du hast die Wahl, auf welcher Ebene du das machen willst. Und die meisten Menschen wollen das nicht mehr im christlichen Sinne machen, sodass sie die großen Augen des kleinen Prinzen entwickeln, dieses Staunen, wie der dir der Welt begegnet, dass sie zu ihrem inneren Kind wieder Kontakt aufnehmen. Also wenn du nicht wieder kindlich werden willst, dann sinkt das in den Körper und dann werden die Leute kindisch. Und das nennen wir dann Morbus Alzheimer. Mhm. Ja, da verkörpert sich etwas, was eigentlich ins Bewusstsein gehört. Ja, du kannst auch schauen, Menschen, die dieses innere Kind sehr gelebt haben, ja, Walt Disney, if you can dream it, you can do it, der hat immer seine Kinderkleinstadt gebaut. Da kannst du nach Anaheim in Kalifornien gehen oder nach Orlando oder nach Paris. Disneyland liebte meine Tochter. Also da bin ich dann Stammgast gewesen. Immer dieselbe Main Street aus seinem Heimatkaff. Und da hat er sich, das, also er hat als Kind sich da verspielt, sozusagen.
Von dem ist nichts bekannt, dass er Alzheimer bekommen hätte. Also das sind eher Menschen, die vergessen wollen, die nicht mehr zurückdenken wollen. Bei Ronald Reagan wundert mich das gar nicht. Bei Margaret Thatcher, der eisernen Lady, die sind beide an Alzheimer gestorben. Auf so ein Leben willst du auch nicht zurückschauen. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass die lieber ins große Vergessen flüchten. Und das kannst du jetzt bei jedem Krankheitsbild so machen. Ja, wenn dir was nicht passt und du hast die Nase voll, kannst du das sagen. Dann hustest du vielleicht deinem Chef mal was im übertragenen Sinn. Wenn du das nicht willst, weil du dich nicht traust zum Beispiel, kannst du das auf die Körperebene sinken lassen, dann wird es husten. Dann hustest du physisch und dann kriegst du die Nase konkret voll. Ja, und dann schießt du keine Bemerkungen mehr ab, sondern die Tröpfchen aus der Nase, die dann mit der Geschwindigkeit der Gewehrkugel, sowas misst ja die Schulmedizin, rüberrasen zu dem anderen. Also du hast es in der Zahnheilkunde ja natürlich auch, wenn ein Mensch wirklich Biss entwickelt, hat niemand was dagegen. Ja, wenn der sich durchbeißt, auch nicht. Wenn der bissig wird, dann ist es schon nicht mehr so gut, dann lässt er seine Aggression nicht so raus. Wenn er verbissen wird, ist das noch schlechter. Wenn es dann Richtung Bruxismus geht und du siehst die Schliffffacetten, dann kannst du auch aus dem Gebiss schon eine psychosomatische Diagnose machen und denen sagen, hören Sie, sie knirschen in der Nacht, sie pressen, meinen oder knirschen eben. Und schade um die ganze Energie, weil der könnte ja natürlich auch nachts im Bett sehr viel schönere Dinge mit dieser Aggressionsenergie machen, als pressen, knirschen und meinen. So, das könnte der auch in seinen Beruf einspeisen. Dinge, die wir im Bewusstsein nicht leben, sinken in den Körper. So, wir müssen wachsen, ein Leben lang wachsen. Wenn wir das nicht mehr tun, als Kinder tun wir das ja fast alle. Wenn das nicht mehr geschieht, dann muss das Wachstum irgendwo hin. Und dann sinkt auch das Wachstum in den Körper. Dann kriegen ältere Menschen in der harmlosen Variante mal ein bisschen längere Ohren und größere Kinn und Füße und so. Diese Akromegalie in diese Richtung kann das ein bisschen gehen, aber meistens geht es so, dass sozusagen themenspezifisch sich was entwickelt. Dann wächst dort was. Tumor, sagen die Ärzte. Patienten erschrecken gleich. Wir sagen erstmal nur Schwellung. Meinen nur Schwellung. Die kann gutartig sein, die kann aber auch bösartig werden. So, dann sind wir bei dem in Zukunft am wichtigsten Thema. Ne? Momentan ist noch gerade so übergangsmäßig Herzproblematik an erster Stelle. Aber sagt die WHO schon, das ist jetzt eine reine Zeitfrage, dann wird Krebs das die wichtigste Todesursache sein. Also das ist in den Körper gesunkenes Wachstum. Wir haben eben nicht die Wahl, ob wir wachsen. Wir müssen immer wachsen. Wir haben aber die Ebenenwahl. Wenn wir das partout im Bewusstsein, im geistig-seelischen nicht wollen, sinkt auch das in den Körper. Und dann sind wir natürlich schon in einer, ja, wie soll man sagen, schwierigen Thematik drin. Auch dazu habe ich ja geschrieben. Das war allerdings... Also ich schreibe, wenn mich Patienten dasselbe fragen, gern. Und es gibt auch so eine andere, in letzter Zeit viel oder noch wichtigere Sache, wenn ich so Steilvorlagen bekomme von der Schulmedizin oder auch aus der Politik, wie jetzt. Also ich habe so ein Buch zu Infektionen geschrieben. Das habe ich in 8 Tagen und 7 Nächten geschrieben, weil mich das so provoziert hat, wie die Angst verbreiten, und zwar gezielt. Dann haben sie denen so Angst eingejagt, dass die Hamsterkäufe und Panikkäufe machen. Also die öffentlich-unrechtlichen Medien, die Systempresse und die Politik. Und wenn sie dann machen sie noch lustig über die, die jetzt Angst haben. Und dann sagen sie noch, wir können nichts machen. Und dann muss ich sagen, bin ich ehrlich gesagt provoziert, persönlich auch, weil die können nichts machen. Wen meint denn Frau Merkel, wenn sie sagt, wir können nichts machen? Na, sich, ihr Sprachrohr da, den drastischen Drosten und die Pharmaindustrie. Denn die warten ja nur auf eine Impfung und warten ja nur auf irgendwelche Pharmaka. Ich persönlich denke dann an die Impfung gegen Schweinegrippe, wie die ganz schnell abgebrochen werden musste wegen dieser entsetzlichen Nebenwirkungen in den USA, wie die oberen 10.000 mit einer ganz anderen Impfung geimpft wurden, wie die unteren. Das ist ja alles noch bekannt. Man muss sich nur mal den Film anschauen, Die Profiteure der Angst von Arte, kriegt man das alles mit. Und dann muss man auch sagen, das ist einfach nicht richtig. Wir können viel machen. Die Komplementärmedizin, Naturheilkunde kann viel machen. Also, in dieser Hinsicht habe ich dieses Buch geschrieben, um einfach mal zu sagen, ihr könnt nichts machen, okay, nehmen wir zur Kenntnis, in dem Fall könnt ihr nichts machen, wir können aber, und habe dieses Buch geschrieben mit ganz vielen Studien über unglaublich hilfreiche, wirksame Dinge, die Abwehr zu steigern. Ja, das ist ja ein Konflikt, der da im Körper sinkt, bei einer Entzündung. Wenn es eine Lungenentzündung ist, ist es ein Kommunikationskonflikt. Okay, also so kannst du, wenn du mit diesen
Urprinzipien umgehen kannst, ganz schnell auch alles Mögliche deuten. Und du kannst dann sagen, sozusagen Krebs ist in den Schatten gesunkenes Wachstum. Wenn Entzündungswellen sich ausbreiten, ist es in den Schatten gesunkenes Aggressionsprinzip, damit auch Mut, Courage. Ja? Solche Dinge. Also, warum? Entschuldigung. Wäre die Schulmedizin nicht so aufgestellt, wie sie wäre, dass sie sagt, da geht nur Chemotherapie, da geht nur Bestrahlung. Und ich ja weiß durch Studien, das stimmt ja so nicht. Also dann schreibe ich so ein Buch wie Krebswachstum auf Abwägen. Oder so habe ich in Bezug auf Alzheimer dann nach einer schrecklichen ORF-Sendung, die wirklich einfach falsch informiert hat, da können wir nichts machen, das Alter als Geschenk geschrieben, was wesentlich ein Buch auch über Demenz und Alzheimer ist. Also der Schatten ist immer das, was wir im Bewusstsein nicht bewältigt haben, was dann tiefer sinkt auf die Körperbühne sozusagen und dort als entweder im Körper als Symptom und Krankheitsbild deutlich wird oder draußen in der Umwelt als Problem. Rüdiger, zwei Fragen fallen mir dazu ein. Einmal, warum fällt es uns so schwer, diesen Schatten anzuschauen und zu verarbeiten? Und dann, ja, wie machen wir das denn am besten? Also dadurch, dass ich ja selbst auch ehemalige Krebspatientin bin und da eben sehr viel mit Krebspatienten. Ich helfe auch bei der Gesellschaft für Biokrebs immer wieder mit Beratungen aus und habe da dementsprechend auch viele Patienten in der Praxis. Wie kriegen wir das hin, dass wir mit diesem Schatten, mit unserem Schatten und mit unseren Schattenthemen uns auseinandersetzen? Und warum wollen wir das nicht tun? Als Zwischenfrage, ich kenne diese Bio-Krebsgeschichte nicht. Oder meinst du die biologische Krebsabwehr von Giorgio Irmai? Ja, genau. Das kenne ich gut. Ja. Genau. Die habe ich da auch in dem Buch drin. Ja, wieso mögen wir den Schatten nicht? Naja, das ist etwas uns Unbewusstes. Wir kennen das auch nicht. Wir wollen das auch bei uns nicht wahrhaben. Ja, das Sprichwort sagt, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Okay, der will jetzt keine neuen Erfahrungen machen, heißt das. Und wir wollen erst recht keine neuen Erfahrungen machen über uns. Also ist es viel einfacher, ich projiziere das. Ja, ich sehe es in dem anderen und sage, boah, du bist so eifersüchtig, das mag ich nicht, hör auf damit. Ja, viel einfacher, als meine eigene Eifersucht anzuschauen. Das wäre jetzt aber Schattenkonfrontation. Denn ihre Eifersucht kann mich nur aufregen, wenn ich da auch ein Thema habe. Und das kannst du genauso mit der Sparsamkeit machen, ne? Ja, wenn du mal so Beziehung anschaust, wie geht das los mit Beziehung? Da ist heute die Liebe auf den ersten Blick. Das wollen die jungen Leute heute. Früher haben die Eltern das gestiftet. Ne? Die haben gesagt, wir haben ein Baugeschäft, tut euch zusammen, baut was. Das hat länger gehalten sogar. Das war nach dem Resonanzgesetz. Wir wollen die Liebe auf den ersten Blick. Die Pfeile von Eros, Amor schlagen gleichzeitig ein. Und dann haben wir eine tolle Zeit, weil wir sehen durch die rosa Brille dem anderen, nur Wunderbares, was wir auch gerne verwirklichen würden. Das ist alles toll. Aber spätestens nach 3 Jahren fängt der Partner auch an, Schatten zu spiegeln, sozusagen. Dann kommt plötzlich raus, sie denkt ganz erstaunt, jetzt ist der Typ ja unglaublich geizig. War der doch gar nicht. Doch, war der schon, aber konnte sie gar nicht sehen mit der rosa Brille. Aber jetzt sieht sie das, jetzt sagt sie ihm das, das macht ihn wütend und er kann das so einfach gar nicht ändern und weiß man auch nicht anstoßen daran. Und das kannst du jetzt bei jedem Problem machen. Es ist immer einfacher und das macht ja auch die Bevölkerung gern, auf die anderen zu projizieren. Ja, wir erleben ja jetzt in Deutschland und zum Beispiel und in Österreich Dinge, die wir nicht mehr dachten, dass es die noch gibt. Ja, meine Generation hört ja staunend von der Elterngeneration, dass es Denunziation gab in der DDR, ein unheimliches Denunziantentum mit diesem System. Und in der Nazizeit haben da viele denunziert und so weiter, grässliche Sachen. Wir dachten, das ist ganz weg. Kaum haben wir diesen Shutdown, ja, haben die Kinder und Enkel der Denunzianten von früher sind schon wieder am Denunzieren. Kann man überall sehen, zeigen andere Leute an, was sie sich zu dritt getroffen haben, hat das Verbrechen. Ja. Ich habe neulich auch... Wenn du das sagst, wenn du dich darüber ärgerst. Ich bin fassungslos, wenn ich sowas höre. Und
Rüdiger, wir haben hier gerade irgendwie ein Internet-Ding. Warte mal, ich halte mal kurz an. Bist du wieder da, Rüdiger? Irgendwie habe ich dich verloren. Kannst du mich hören? Ich kann dich jetzt wieder hören. Wunderbar. Ja. Wunderbar. Also, Rüdiger, was würdest du uns denn oder was würdest du jemandem empfehlen, der eine Krebsdiagnose hat, bekommen hat? Was soll der denn am besten machen, um ja wirklich in die Heilung zu kommen? Ja, also ich würde dem raten, dass er in seinem Leben auf die Suche geht, wo Wachstumsimpulse sind, die wachsen wollen, die er nicht hat wachsen lassen, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Also ganz konkret einfach anregen, zu schauen, wo sind denn ihre, sage ich jetzt mal zu ihren Patienten, wo sind denn ihre Begabungen? Was sind ihre Gaben? Was ist das, was nur sie geben können oder was sie besonders gut geben können? Das sind ihre Gaben, ihre Begabungen. Und die müssen sie geben. Daran würden sie und andere würden Freude haben und sie würden wachsen daran. So in diese Richtung. Ja, dass wir weiter wachsen. Wenn der Beruf eigentlich, wenn er zur Routine wird, wachsen wir nicht mehr. Wenn die Beziehung zur Routine wird, wachsen wir nicht mehr. Also sind wir eigentlich ständig aufgerufen, dass wir aus der Routine aussteigen und wieder ins Wachsen zurückkommen. Das wäre so immens hilfreich. Hm. Wachsen ist ganz wichtig. Ja? Also Kinder wachsen doch und wir sind doch stolz. Wie unsere Tochter Naomi da so langsam größer geworden ist, haben wir das am Türstock so eingekehrt. Hm. Also hätte man sonst nicht so einfach dürfen. Ne? Aber für Naomis Wachstum war uns das wert. Kannst du heute noch nachlesen, wie sie Stück für Stück gewachsen ist, wo man eigentlich fragen, wann das war und so weiter. Wir freuen uns am Wachsen. Wir freuen uns am Wachstum in der Natur jetzt hier in Tamanga. Ist das so ein Aufblühen. Also jedenfalls die Natur. Den Rest haben sie ja verboten. Aber da blüht was auf. Das ist einfach erhebend und schön. Jetzt auch zu pflanzen. Da sind wir jeden Tag im Garten unterwegs und so. Dafür haben wir jetzt plötzlich Zeit. Das ist das Gute vom Schlechten. Ja, also wir suchen Löwenzahn. Salat und Brunnenkresse, Watercress und machen uns einen Salat. Und ja, hat ja auch ein paar schöne Aspekte. Die gibt es immer. Hm. Da hatte ich auch immer zu sehen, ne? Wenn einem jetzt sowas, man kann schon sagen, Gefangenschaft, so sagt sie Süddeutsche, aber, oder Quarantäne, Hausarrest. Man kann auch sagen, Retreat. Hört sich besser an. Ja, dann habe ich es auch schöner, wenn ich jetzt im Retreat bin. Klar, wenn die das jetzt bis Sommer machen, dann rutschen wir wieder richtig zurück in die Schulden. Das ist schon auch eine Härte, die vor allen Dingen absurd ist. Verkehrt medizinisch aus meiner Sicht, weil so ein Schaden gemacht wird. Na gut, also du siehst immer, eigentlich ist es eine schlechte Sache, was da jetzt läuft, aus meiner Sicht. Da gäbe es viel, viel bessere Lösungen. Aber selbst die schlechte Sache, da ich ja nichts machen kann dagegen, nehme ich sie an und dann wird aus der Gefangenschaft und aus dem Hausarrest ein Retreat. Wir kommen zu Dingen, zu denen wir sonst nicht kamen. Das wäre die gute Seite davon. Jetzt ein Krebspatient, der muss natürlich jetzt sehr schnell erkennen, wo sind meine Wachstumsdefizite? Wo sind meine Themen, die ich verwirklichen will und muss? Wo kann ich, vor allen Dingen, wo möchte ich wachsen? Es gibt so eine ganz schöne Geschichte, die das zeigt, das Dilemma beim Krebspatienten. Da liegt ein alter Rabbi, eine Geschichte. Susya, der alte Rabbi Susya, kommt ans Sterben. Der liegt am Totenbett und um ihn herum sind junge Rabbis. Und der Susya ist einfach schlecht drauf. Und dann sagt ein junger Rabbi zu ihm, aber Susya, du musst dich doch nicht fürchten. Du hast doch gelebt wie Moses selbst. Da richtet sich Susya nochmal auf und sagt, das ist mein Problem. Ich habe gelebt wie Moses. Ich hätte leben müssen wie Susya, wie nur ich hätte leben können. Das ist der Punkt. Also wir müssten rausfinden, was ist der Punkt, den ich rausgeben will, ja, wo ich hineinwachsen will? So, wir haben da alle solche Punkte in der Geschichte, kennst du auch. Dinge, die dich erstmal gefürchtet haben, geängstigt haben. Du hast dich davor gefürchtet, dann hat es dich provoziert. Ich konnte in der Schule meine Aufsätze nicht vorlesen. Ich hatte oft so den besten Aufsatz, musste man vorlesen. Mir klebte die Zunge am Gaumen vor Aufregung. Vor diesen 24 Leuten einen Aufsatz vorzulesen.
Aber ich habe mich denen dann schon irgendwie gestellt, habe eine Amnesty International Gruppe gemacht, habe kleine Vorträge gemacht, aufgeregt. Das erste Mal für über 100 Leuten gesprochen habe, ganz komisch, ich habe nicht gebetet, aber gehofft, dass nicht über 100 kommen. Das habe ich mir gar nicht zugetraut. Es war in Nürnberg, weiß ich heute noch, waren über 300. Und ich habe es dann überstanden. Und heute spreche ich auch mal vor 10.000 Menschen in der Olympiahalle und habe es faszinierend gefunden. War ich so wach. Toll. So, das habe ich mal gelernt. Und obwohl es am Anfang schwierig war, da hat jeder Mensch viele Punkte und der Krebspatient ist wirklich massiv aufgefordert, dahin zu schauen, wo sind solche Punkte, wo man dann vielleicht gesagt hat, naja, hätte ja auch sagen können, ich mache Praxis, was, ich brauche ja nicht reden können, das bisschen mit dem Patienten kann ich schon. Das wäre aber nicht die Lösung gewesen. Merke ich jetzt, so mit 69, mir macht das immer noch Freude, ich finde es immer noch wichtig und ich sehe es als meine ärztliche Verantwortung, jetzt auch mal gegen diesen Trend zu sprechen und zu sagen, lass uns bitte hinschauen, damit nicht nach Vogelschweinegrippe und Fledermaus Covid-19 danach die Kängurugrippe kommt und was noch. Ja, also wir müssen auch lernen, wir müssen wachsen jetzt. Unbedingt müssen wir wachsen. Dieses Selbstzutrauen, sich selbst erlauben, wirklich sich zu entwickeln. Was sind, also ich habe so den Eindruck, die häufigsten Krebsarten sind ja Darmkrebs und Brustkrebs. Liege ich da richtig? Also für Frauen stimmt das total. Bei insgesamt ist Bronchialkarzinom der tödlichste Krebs. Das sind Männer ganz weit im Vordergrund. Aber die zweithäufigste Krebstodesursache ist Kolonkarzinom, also Dickdarmkrebs. Und als dritthäufigste Todesursache insgesamt kommt der Brustkrebs. Aber der ist natürlich bei Frauen mit Abstand der wichtigste. Ja, ja. Der ist ja bei Männern minimal, also 0,% so. Das gibt es schon, aber minimalst. Also ist insofern für Frauen tatsächlich Brustkrebs der häufigste und der zweithäufigste Dickdarmkrebs. Und was sind da die Themen beim Dickdarmkrebs und beim Brustkrebs? Fangen wir mal ganz einfach an. Ja, Psychosomatik, Soma, der Körper. Also wenn du dich pflanzlich ernährst, nur pflanzlich, noch nicht mal vollwertig, da hat Professor Klaus Leitzmann, das war so die Lichtgestalt in meinem Studium und auch danach für Ernährung, der kann das mit einer Studie belegen, wenn du dich pflanzlich ernährst, ist die Wahrscheinlichkeit, Dickdarmkrebs zu bekommen, um 90% reduziert. Die Wahrscheinlichkeit, Brustkrebs zu bekommen, um 50%. Also es bleiben noch 50%, ja? Und ich kriege dann immer wieder so Leute, die nur Peace Food aufgenommen haben von mir, Mails, die sagen, wie konnte das passieren? Ich esse schon 2 Jahre Peace Food und jetzt habe ich aber doch das und das. Also 50% heißt, du reduzierst es um die Hälfte, die Wahrscheinlichkeit. Das ist viel. Ich wüsste sonst ja nichts, was Dickdarmkrebs so reduziert, 90% und Brustkrebs 50%. Und dann, was Krebs angeht, haben wir dieses Thema Wachstum. Jetzt ist beim Brustkrebs gar nicht so schwer zu deuten. Ja, also wofür steht die Brust? Erst muss man das Organ nochmal anschauen. Das ist die Ebene, wo das passiert. Die Brust steht ganz klar für Stillen. Also das Kind ist da gemeint. Aber andererseits steht sie jetzt zum Beispiel beim Abendkleid, Dekolleté und Dessous auch für Partnerschaft, Akquisition könnte man sagen. So, das heißt, die Brust symbolisiert, um es ganz kurz zu fassen, auf der Textilebene hat es jede Frau verstanden, du kannst Still-BH und Dessous praktisch nicht verwechseln. Es kommt nie eine Frau zum ersten Rendezvous im Still-BH, das tut sie nicht. Und umgekehrt auch natürlich auch nicht. Noch nicht gehört. Nein. Können wir wirklich sicher sein. Also, da haben wir auf der einen Seite das Thema Partnerschaft, Dessous, und auf der anderen Seite haben wir das Thema Mutterschaft, Still-BH. So, links ist mehr noch weiblich, obwohl Brust natürlich immer weiblich ist, aber mehr weiblich, Mutterschaft, und rechts mehr Partnerschaftsthema. Also, wenn du Brustkrebs vorbeugen willst, würde ich jetzt nicht raten, wie Angelina Jolie, einfach beide Brüste weg und den Uterus weg und vielleicht noch die Eierstöcke, glaube ich, auch noch. Alles weg, was weiblich ist und dann das Nachbauen, Nachfüttern. Das ist amerikanische Schulmedizin. Das hat auch nichts, das nennen die Vorsorge, Krebsvorbeugung. Ich meine, das ist ganz was anderes. Das ist noch nicht mal Früherkennung. Die Schulmedizin kann ja gut Früherkennung, das finde ich gut und das ist viel besser als Späterkennung bei Krebs, ne? Keine Frage. Aber
Vorbeugung würde heißen, ich verhalte mich jetzt so, dass ich in diesen Bereichen wachse. Also im Hinblick auf Partnerschaft, im Hinblick auf Mutterschaft. Das braucht jetzt viel Mut. Ich würde zusätzlich immer die Ernährung jetzt noch umstellen, seit ich diese Zahlen vor allen Dingen kenne von Professor Leitzmann. Also das Thema ist Wachstum. Und der Bereich ist Wachstum in diesen beiden Feldern, Partnerschaft und Mutterschaft. Jetzt schauen wir uns Krebs noch genauer an. Wie wächst der? Der wächst aggressiv. Er wächst aggressiv, infiltrierend, grenzüberschreitend, verletzend, brutal. Das ist alles Aggressionsprinzip. Das Wachstum an sich ist eben das Wachstums, das Expansionsprinzip. Das ist das neunte Prinzip. Aggression ist das erste Prinzip. Und dann wächst der Krebs auch noch selbstzerstörend. Ja, so in der Kachexie-Phase kann man das ja dann direkt sehen. Also, und das ist das achte Prinzip. Im Bereich all dieser Prinzipien müsstest du, also deren Prinzipien müsstest du erlösen in deinem Wachstum. Es müsste also nicht ein aggressives sein, sondern ein mutiges Wachstum, ein couragiertes, ein konfrontationsbereites, ein entscheidungsfreudiges. Ja, das ist alles diese Aggressionsenergie. Wachstum und dieses Bösartige, wenn du da das Erlöste, also jedes Prinzip hat immer zwei Seiten, konstruktiv, destruktiv. Bösartig, die konstruktive Seite wäre radikal, an die Wurzeln gehend, ohne Ausreden und faule Kompromisse. Das heißt, das Wachstum bei Krebs ist brutal infiltrierend, selbstzerstörend. Das erlöste Wachstum wäre mutig und offensiv, radikal, ohne Ausreden und faule Kompromisse im Thema Partnerschaft, Mutterschaft. Und ich würde es nicht so eng sehen. Also Partnerschaft muss jetzt nicht immer deine Liebesbeziehung sein. Man hat auch eine Art Partnerschaft mit seinem Beruf oder so. Mutterschaft muss auch nicht unbedingt jetzt physische Kinder sein. Das ist schon nochmal was anderes. Also klar, meine Tochter Naomi ist mir schon irgendwie anders nahe als meine Buchkinder. Aber ich habe auch eine ganze Menge Buchkinder, mit denen ich lange schwanger gegangen bin, die ich ausgetragen habe, die ich dann geboren habe und dann auch Ärger noch manchmal mit denen hatte, weil die machen ja gar nicht oft, was du willst. Die werden missverstanden. Du kannst aber schlecht ändern dann. Ja, einen Bestseller zu ändern, das denkt ja niemand, ne? Du kannst ein Buch schnell mal ändern, aber ein Bestseller kaum. Das habe ich viele Bestseller geschrieben. Die wollen das aber alles so lassen und weiter Geld verdienen. Ne? Also schwierig. Naja, also da gibt es verschiedene Parallelen. Jetzt aus meiner Sicht, meine Buchkinder. Aber ich sehe so bei meiner Partnerin die ganzen Pflanzen, die sie da überall findet und im Garten zum Blühen bringt und so. Das sind auch wie ihre Kinder, ne? Und die Neffen sind wie die Kinder und die Katzen sind wie die Kinder. Also kannst auf verschiedenen Ebenen. Kind meint ja einfach einen Schutzbefohlenen, der dir ans Herz gewachsen ist, für den du sorgst und dich kümmerst. So, wenn man das weiter sieht. Und ich meine, das ist jetzt eine extreme Kurzfassung. Das ist bei so einem Thema wie Krebs immer sehr, sehr bedenklich. Ja, ich habe da mal ein Buch Frauenheilkunde zugeschrieben oder jetzt am besten dieses Buch Krebs, Wachstum auf Abwägen. Da ist es halt auf, weiß nicht, 350 Seiten. Es ist dann schon viel adäquater. Ja, so große Themen so kurz zusammenfassen, also das wären dann so, ja, wie soll man sagen, Schlagzeilen, die schlagen dann auch oft. Ja, aber ich finde, du hast es wirklich sehr, sehr schön so bildhaft dargestellt. Ja, und ich fand es gerade wirklich sehr, sehr schön, also sich all diesen Themen tatsächlich auch zu stellen, die du genannt hast, in der Partnerschaft und dass eben Partnerschaft eben so unterschiedliche Arten von Partnerschaft sein kann. Da habe ich so nicht dran gedacht. Also vielen, vielen Dank. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und kannst du da noch ein paar Worte zu dem Darmkrebs sagen? Weil Darmkrebs ist halt eben auch so weit verbreitet. Und kannst du uns da auch noch mal so eine kleine Übersetzung geben? Ja, also das Grundthema bleibt das gleiche. Also statt brutal infiltrierendem, selbstzerstörendem Wachstum brauchen wir mutiges, couragiertes, engagiertes Wachstum im Hinblick
also dass es radikal ist, ohne Ausreden, faule Kompromisse. Und wenn wir schauen, was der Krebs macht, ja, da wächst der Zellkern, sozusagen der Kopf der Zelle. Und dieses Wachstum ist ein Ego-Trip. Ja? Überall soll Krebszelle werden. Das ist das Programm vom Krebs. Metastasen, Filie und so weiter. Und infiltrieren Krebszellen, versklaven ja auch andere Zellen, um ihnen die Substrate wegzunehmen. So in diesem Sinne. Also ist es auch ein brutaler, offensiver, aggressiver, selbstzerstörender Ego-Trip. Die erlöste Form davon wäre ein mutiger, couragierter Selbstverwirklichung, ja, von Ego-Trip. Selbstverwirklichendes Wachstum ohne Ausreden und faule Kompromisse. Gilt auch für Brustpartnerschaft und im Bereich Partnerschaft und Bereich Mutterschaft. Jetzt beim Dickdarm. Also Darm, was ist das? Das ist das Totenreich des Körpers. Da wird das, also Dickdarm, da wird das abgelagert, was du nicht mehr brauchst. Das Ganze gehört zu dem Bereich Verdauung. Wasser wird noch rückresorbiert, aber es werden auch noch Vitamine gebildet und so weiter. Also Vitamin K wird deswegen den Neugeborenen ja gespritzt, weil es noch nicht da ist und so weiter. Das ganze Thema Verdauung, worum geht es da im übertragenen Sinn? Das Leben verdauen. So wie die Buddhisten sagen, Bhoga, Weltessen. Oder die Hindus sagen, die Karma-Früchte verzehren. Ja, wir müssen das, was wir gesät haben, ernten. Ja, das, was wir uns eingebrockt haben in die Suppe und im Leben, müssen wir verdauen. Und jetzt brauchen wir bei Darmkrebs eine Situation, wo wir mutiges, offensives Selbstverwirklichungswachstum leben, ohne Ausreden und faule Kompromisse im Bereich Verdauung des Lebens. Verdauung meiner Lebensaufgaben. Und sichtbar kann ich das dann machen auf der somatischen Ebene, indem ich jetzt wirklich eine radikale, das heißt an die Wurzeln gehende Ernährungsveränderung durchsetze, ohne Ausreden und faule Kompromisse, mich pflanzlich vollwertig ernähre. Das ist natürlich nicht nur im Sinne von Vorbeugung, dass es 90% weniger Dickdarmkrebs zulässt, sondern das ist auch als Therapeutikum natürlich ideal, wenn du das dann machst. Also das würde ich allen Krebspatienten raten. Da kommen noch andere Dinge dazu. Also kann man sich dann auch in Krebswachstum auf Abwägen durchlesen. Man müsste unbedingt eine Entsäuerung machen, weil die Krebszellen, das hat schon der Otto Warburg in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts festgestellt, hat 1931 den Medizin-Nobelpreis bekommen für seine Entdeckung, dass Krankheitsbilder insgesamt, aber besonders Krebs im hypoxischen Bereich, also sauerstoffunterversorgten und übersäuerten Bereich entstehen. Die Krebszellen, die gehen auf eine frühere Entwicklungsstufe, hören auf mit der normalen Atmung, der Oxidation und gehen in so einen Gärungsprozess, so einen alten Mechanismus und dann leben sie gut im sauren Bereich. Wenn wir jetzt anfangen, systematisch und geschickt zu entsäuern und nicht einfach durch Basenpulver, muss man überlegen, weil der Magen dann immer Salzsäure produzieren muss, weil er die Base wieder neutralisieren muss, dann machst du deinen Magen zu einer Säurefabrik. Du musst dieses Basenpulver in Kapseln verpacken, die säurefest sind, die erst im Duodenum aufgehen, im Zwölffingerdarm. Weil da ist es eh basisch, da gehört es auch hin. Klar ist natürlich die pflanzlich vollwertige Ernährung schon basisch im Wesentlichen. Die Pflanzen sind verblüffend basisch, selbst sehr eiweißhaltige Pflanzen, ja, die also viel Aminosäuren enthalten, wie die blaue Süßlupine, ist im Endeffekt doch noch basisch in der Verstoffwechselung. Und dann noch diese Säure, also die säurefesten Basenkapseln, haben wir eine kleine Firma produziert, gibt es bei uns dann im Shop auch sowas zu besorgen. Das wäre auch noch so ein wichtiger Punkt. Dann wissen wir heute, dass Krebs sehr wesentlich von Glucose lebt, also keine raffinierten Kohlenhydrate mehr und nur komplexe Kohlenhydrate im Gemüse und auch im Obst, nicht so dieses EU-Obst, was unglaublich süß ist, sondern eher alte Sorten wäre hilfreich dabei. Das sind alles wichtige Dinge, die eingehalten werden müssten. Also jene Diät würde das heißen. Deswegen ist auch Fasten so gut bei Krebs. Amerikaner machen das ja jetzt viel. Walter Longo, dieser Professor von UCLA, der hat das sehr propagiert und machen sogar während der Chemotherapie Fasten.
Also, natürlich jetzt nicht in einer cachektischen Phase oder in der völligen Auszehrung, aber Ja. ansonsten doch. Und Fasten ist natürlich immer ketogene Ernährung. Du lebst vom eigenen Fett und Eiweiß, hauptsächlich Fett. Und wenn du gleich sowas wie Peaceful-Keto-Kur machst für die Ernährung, ist das optimal. Ja, merkst schon, da könnte ich jetzt ewig weiterreden, weil wir haben 400 oder 350 Unbedingt. Seiten. Fasten ist ja ohnehin so ein großes Thema, ja auch bei deiner Arbeit. Und ich habe jetzt mitbekommen, als ich den Termin mit deinem Assistenten ausgemacht habe, dass du gerade ein Online-Fasten machst. Kannst du dazu etwas sagen? Weil das finde ich ja ganz spannend. Wie funktioniert das? Ich gebe schon jetzt über 40 Jahre Fastenseminare. Das habe ich gleich von Anfang an angefangen. Und finde das immer noch faszinierend, was das Fasten alles kann. Also Hildegard von Bingen sagt, von den 35 ihr bekannten Lastern und Süchten, so nannte sie Krankheitsbilder, können sie 29 heilen mit dem Fasten. Walter Longo sagt ähnliche Dinge. Also Fasten ist für alles gut. Naja, und ich habe das. Ich glaube, ja, 35 Jahre lang, 36 Jahre lang habe ich das immer mit Fastenkursen gemacht. Da habe ich so knapp 300 Menschen im Jahr beim Fasten begleitet. Und dann kamen wir mal vor 5, 6 Jahren auf diese Idee mit dem Online-Fasten. So, das war jetzt 2015, glaube ich, oder früher 16, also in dem Dreh. Und dann haben wir das rausgeschrieben und ich habe extra noch gesagt, wir schreiben das erst 10 Tage vorher aus, damit wir nicht mehr als 100 Leute kriegen. Das traue ich mir nicht zu. Also ich hatte noch nie Kurse, die sind automatisch begrenzt auf 60 Personen. Und, aber 10 Tage später waren das, glaube ich, 560 Angemeldete. Ja, Toll. wir wussten nicht, in welcher Reihenfolge die sich angemeldet haben. Wir mussten sie alle nehmen und es ging erstaunlich gut. Und jetzt in diesem Fasten, passt natürlich auch in diese Zeit jetzt wunderbar mit dieser Corona-Geschichte, sind wir also über 2000 neue Teilnehmer. Und wahrscheinlich auch noch, in der Lebenswandelschule sind ja auch noch über 2.500 Menschen, werden das bei 4.000 Menschen sein, die fasten. Und es geht wunderbar. Und zwar das Online-Fasten hat diesen Vorteil, dass du so unabhängig bist. Du sparst ja die Reise, du sparst ja das Hotel. Es kostet fast nichts. So ein Kurs kostet 650 Euro hier in Tamanga, das Fasten. Und jetzt kostet, glaube ich, 49 oder so die Woche. Und du hast alle Möglichkeiten, wie du sie brauchst. Also sagen wir, du bist alleinerziehend, macht nichts. Deine Kinder können ja da rumspielen, du kannst sie beaufsichtigen oder einfach bist Mutter. Dann kannst du das prima im Hinterkopf haben und kriegst das mit. Du kannst ja alle, den ganzen Fastenkurs, alle Vorträge runterladen, wann du willst. Und wenn du das in Tamanga machst, was ja auch sehr schön ist hier, wenn wir so alle zusammen sind, aber wenn ich dann sage, so, jetzt machen wir Tai Chi oder jetzt machen wir Kräftigen oder Dehnen oder Bewusstseinsgymnastik, dann gibt es genau das, was ich dann mache. Wenn du jetzt aber nicht magst, du sagst einfach, nee, ich bin die Annette Jasper und ich habe keine Lust auf den Zen Tai Chi, ich würde lieber meinen Yoga machen, dann kannst du unter 5 verschiedenen Yogaschulen sozusagen wählen. Du hast dauernd die freie Wahl und du kannst dir all die Dinge besorgen, die die Menschen hier haben. Also kannst du im Online-Shop bei uns besorgen, der ist ja so auf diese ganzen Fastengeschichten auch eingestellt. Die Dinge, die dabei wichtig sind. Und gut, du hast natürlich nicht die Gemeinschaft zu Hause, aber es gibt natürlich auch so ein Chatroom und eine Facebook-Gruppe, wo die sich zusammentreffen. Also das hat sich richtig gut etabliert und ich mache das jedes Frühjahr und jeden Herbst. Und heute ist jetzt schon der zweite Tag und das geht dann eine Woche und dann macht man auch Aufbau zusammen und auch, also es ist so im Rahmen einer Idealgewicht-Challenge. Da ist eine Woche Körper, Geist, Seele, Detox. Dann kommt eine Woche Fasten und dann kommt 2 Wochen Aufbau, weil das ist einfach unterschieden. Will jemand zunehmen? Es gibt heute relativ viele, die zunehmen wollen. Ja, also viele Veganer wollen eher ein bisschen Gewicht zunehmen. Da gibt es eine Schiene dafür 2 Wochen lang und dann gibt es eine Schiene für die, die weiter abnehmen wollen, zu ihrem Ideal oder ich sage lieber Individualgewicht. Aber während des Fastens wird ja nicht gegessen oder wird ein wenig gegessen. Nein, Wird nicht. nein. Während du Fasten wird gar nicht gegessen, aber kannst einen Smoothie machen am Tag, kannst du so eine Gemüsesuppe auskochen, aber nur das Flüssige dann, sozusagen die Seele der Pflanzen essen. Und Aber wenn jeden man es. Tag 2,5 Stunden jetzt heute zum Beispiel Besprechung der Probleme, die anfallen. Ja. Ja, also
16:30 haben wir das heute gemacht. Es muss jeder dann für sich zu Hause schauen, dass er auch wirklich dabei bleibt, weil du kannst die Menschen ja nicht kontrollieren. Rüdiger, du hast uns schon so viel Wissen weitergegeben und es ist ja die Zeit auch schon ziemlich weit fortgeschritten, merke ich gerade. Magst du vielleicht nochmal 2, 3 Sätze zu Tamangar sagen, zu deinem Tamangar-Zentrum? Ist das ein Kurhaus oder was muss ich mir da drunter vorstellen? Das ideale Fastenressort sozusagen zu haben. Es sind verschiedene kleine Häuser. Es gibt eine Homepage, Tamangar natürlich. Und was ich so erschrieben und erredet habe in all diesen ersten 30 Jahren, jetzt 40 Jahren, ist ins Heilkundezentrum in Johanneskirchen geflossen. Das ist so ein Ort für Psychotherapie, die meine erste Frau, die mich sehr gut verstehe, weiterführt. Und das Gros des Geldes ist in Tamangar reingeflossen. Und es ist ein Ökodorf. Wir haben alles nach den vor 10 Jahren bestmöglichen baulichen Vorgaben gemacht. Also in den Häusern, die sind aus Lärchenholz gebaut, zum richtigen Zeitpunkt geerntet. Da ist kein Metall dabei, kein Leim. Wenn du da einen Laptop aufmachst, hast du keinen Provider dort. Das ist einfach ein strahlungsarmer Ort. Eben durch den Lehmputz auch, der schirmt auch noch mehr ab. Und das ist alles mit Netzfreischaltern. Du hast nachts also kein Elektrosmogfeld. Und wir haben also viele schöne Orte, wo man sich treffen kann. Auch so ein bisschen exotische. Ein Weidendom. Können ja auch eine kleine Gruppe in so einem, ja, in einem Dom aus Weiden arbeiten. Wir haben Yoga-Plattform im Freien, wir haben einen wunderschönen Saal und wir haben ja viele Weinkeller mit so uralten, dicken Gewölbemauern, wo es dann im Sommer, wenn es warm ist, schön ist. Wir haben einen Steinkreis, der so in Mutter Erde versenkt ist, wo dann auch 40, 50 Menschen sitzen können. Und natürlich haben wir einen riesengroßen Biogarten und da wird Großteil dessen, was wir hier essen, angebaut, von einer begnadeten Köchin gekocht. Also das ist auch Neuerung jetzt. Das wäre so wirklich so ein Neustart auch nochmal geworden jetzt. Haben sie dann abgebrochen nach 2 Wochen leider, die Politiker, mit ihrer Fehlinterpretation aus meiner Sicht der ganzen Corona-Geschichte. Aber egal. Und jetzt haben wir einfach mehr Zeit, das alles noch zu richten, soweit halt die kommen können, die Geschäfte das zu machen. Aber es ist so für mich der ideale Ort, um Seminare zu halten. Wir haben einen Waldsaal seit diesem Jahr. Da tust du ja, ich meine, ich habe da das Vorwort geschrieben zu diesem Buch zum Waldbaden, Biophilia. Und mir war das schon vorher klar, weil ich viel und gerne im Wald war. Ja, wenn du eine Stunde im Wald verbringst, hast du den ganzen Tag eine bessere Abwehrsituation. Diese natürlichen Killer, die es bei Viren so wichtig werden. Und wenn du einen Tag im Wald verbringst, hast du eine Woche da was davon. Wenn du eine Woche verbringst, hast du wirklich ein Vierteljahr davon. Und wenn du jetzt eine ganze Woche im Wald sitzt zum Kurs, und hier ist ja fast mediterranes Wetter, wunderbar. Also da gibt es viele sehr schöne Dinge. Und ja, kann ich nicht alle aufzählen, diese Tamangar Naturkur. Ist ja so meine Grundaussage. Wir müssen uns viel mehr an Mutter Natur halten. Da sind wir geborgen, da sind wir in der Sicherheit, geht es uns gut. Und mit Vater Staat müssen wir aufpassen. Jetzt zum Beispiel. Ne? Wir sind unbedingt in einer Situation, das ist viel schlimmer als DDR war. Das erinnert an schreckliche Zeiten. Ja, und auch das, wie schnell die das Denunziantentum, das erschreckt mich so. Ich dachte, das wäre mal kapiert worden. Aber nein, das taucht überall wieder auf. Und es ist sicherlich in den Genen drin. Also schreckliche Haltungen der Menschen, und die fühlen sich gut dabei. Ja, das ist wie in der Inquisition. Ich hätte das nicht gedacht. Und klar, da ist die erste Reaktion immer, wohin auswandern? Okay, und ich bin schnell, ich bin Flüchtlingskind, ich bin nicht so verwurzelt, schnell ausgewandert, muss ich sagen. Aber das habe ich inzwischen begriffen, wenn mich das so stört, muss ich es bei mir suchen. Ja, also wo ist da sowas Ähnliches? Und wo finde ich solche Bestrebungen? Das wäre Schattenprinzip. Ne? Ja, da habe ich gerade die letzten Tage mit meinem Mann einiges diskutiert. Wohin auswandern? Genau das, ja. Rüdiger, ich mag deine Zeit nicht länger in Anspruch nehmen, aber eine Frage muss ich dir noch stellen. Und zwar, der Podcast heißt ja, deine Gesundheit machst du selbst. Und ich möchte jetzt
wissen, was machst, ich ahne es schon, aber dennoch möchte ich es von dir wissen, was ist das Ding oder was ist das, was du für dich tust, um gesund zu bleiben? Wie machst du deine Gesundheit? Ja, das ist bei mir ganz einfach. Ich mache auch das, was ich erzähle. Ich lebe, ich esse seit 50 Jahren kein Tier mehr, kein Fleisch. Ich lebe konsequent, also ich habe noch nie Milch oder Ei gemacht. Insofern war ich schon fast vegan, aber ich lebe konsequent vegan seit über 10 Jahren. Ich mache bei dem Fasten mit. Also ich mache 6, 7 Fastenwochen im Jahr. Und ich mache beim Fasten Wandern mit. Das halte ich für eine wunderbare Synergie. Das machen wir viel im Wald, weil ich eben das Waldbaden schätze. Ich mache diese Bürstung. Wenn du in Tamagan in deine Klause kommst, findest du so eine Bürste mit so Sisal. Zum Abbürsten, weil das finde ich besser als die meiste Kosmetik, ehrlich gesagt, sich mit so einer festen Bürste morgens und abends eine richtige Reflexzonenmassage geben. Mhm. Ich laufe auch viel barfuß, obwohl ich keinerlei Hornhaut entwickle, leider, aber weil ich weiß, das ist eine ideale Fußreflexzonenmassage, du holst Elektronen und damit beste Antioxidantienwirkung und du bist gut geerdet damit. Ich mache diese Dinge einfach und ich mache sie auch gern, mir machen die Spaß. Ich mache natürlich Meditation morgens, manchmal auch abends meist. Und das ist das, was ich empfehle. Wenn ihr jetzt ein Buch schreibt, wie Schutz vor Infektionen, Immunkraft steigern, das sind Dinge, die kenne ich, die habe ich gemacht, die empfehle ich auch. Da kann ich so, muss nicht so viel recherchieren. Klar, für die Studien. Ja, ich habe da jetzt ganz viele Studien reingetan, um mal zu zeigen, die Naturheilkunde und die Komplementärmedizin kann ihre Sachen auch wissenschaftlich belegen. Sie hat nur nicht diese Sponsoren der Pharmaindustrie dahinter. Und richtig. Deswegen findet in den öffentlich-unrechtlichen Medien gar nicht mehr statt, in den Systemmedien auch nicht. Hm. Ja, du findest praktisch nie ein freundliches Wort über diese in der Bevölkerung so gut verankerte Medizin in einer Zeitung wie der Süddeutschen oder so. Wird nur drüber hergezogen, wegen alles Spirituelle. Es gibt nach der Hofberichterstattung, also sowas zu lesen. Ich lese eigentlich nur, um zu sehen, oh Gott, was kriegt der Mainstream da reingefüttert? Hm. So, und ich würde einfach den Gegenpol in mein Leben einladen. Ich überfliege das, was die so bieten, aber ich schaue mir dann schon Dinge an, wo es tiefer geht. Also das ist für mich auch so ein wichtiger Punkt, Filme zu schauen, die mich herausfordern und fördern. Ich habe in meinem Leben viel mehr Filme, Spielfilme verschrieben als Pharmaka. Viel mehr. Und die Pharmaka waren über 90% naturheilkundlicher Art. Und dann entsteht dann so ein Buch wie Hollywood-Therapie oder Spielfilme über die Seele verraten. Und klar, das ist dann auch wieder der unangenehme Aspekt. Ich stehe dann dazu und empfehle die auch. Du wirst dann auf Facebook geprügelt von allen, die neidisch sind und Geldprobleme haben. Aber ich habe das natürlich so einfach miterlebt. Ich kenne tausende von Filmen, die Margit, meine erste Frau auch. Und wir deuten die auch gern zusammen. Also ich mache diese Dinge. Ich schaue einfach so gern Filme an. Ich lese so gern Bücher. Früher habe ich Romane empfohlen. Jetzt habe ich dann umgestellt vor 35 Jahren mehr auf Filme, weil die Leute einfach 1,5 Stunden am Abend eher Zeit haben, als tagelang Roman zu lesen. Das ist für mich relativ einfach. Ja, das, was ich mache, persönlich, das empfehle ich und das Umgekehrte auch. Klar, wenn ich jetzt Krebsthematik habe, bin ich sehr froh. Ich habe 2-mal Hautkrebs gehabt, aber Gott sei Dank kein Melanom, nur dieses Basaliom. Aber ich habe doch eine ganze Menge daran. Ich wollte das natürlich überhaupt nicht schulmedizinisch machen, habe ich auch nicht. Aber es hat mich auch viel gelehrt, muss ich sagen. Und ich habe auch meine Sachen da gemacht. Das war, während ich das Buch geschrieben habe über Krebs, da merkte ich so, ich habe die alten Krebsgeschichten meiner Patienten wieder aufgerührt sozusagen, auch wieder erlebt. Und einen Traum kriegte ich dann, ein Basaliom. Ich war am Anfang völlig baff, ehrlich gesagt. Und sogar nochmal, also ein Rezidiv. Und habe das aber dann auch doch so hingekriegt. Wobei mir auch kein Zacken aus der Krone fällt, wenn ich jetzt dann doch zur Schulmedizin mal wieder gehen würde mit irgendetwas. Aber war dann nicht nötig. Und ich merkte dann auch so, wie ich sehr froh war, wie das dann zum Schluss doch auch auf naturheilkundlicher Ebene ging. Also es ist schon meine Medizin, die ich auch gern vertrete, gut empfehlen kann. Und die auch wirklich sehr hilfreich ist. Also ich habe viel mehr Spontanremissionen erlebt, wie Schulmedizin Wunderheilung nennt, als mir statistisch zustehen würden. Ganz Kapitel geschrieben in Krebswachstum auf Abwägen. Mhm. Ja,
ich glaube daran und dadurch erlebe ich auch viele. Da bin ich mir ganz sicher. Ja. Also. Ja, und du hast ja so vielen Menschen, von den meisten weißt du ja gar nicht, so geholfen. Und für all diese bedanke ich mich jetzt, ja, im Namen all dieser Menschen. Und ja, ich bedanke mich für dieses wundervolle Interview. Und ich freue mich schon, wenn ich mir das dann selbst auch noch einmal anhöre, weil da so viel wieder drin war von dir. Vielen, vielen Dank, Rüdiger. Ich denke, alles, was es zu dir gibt, und es gibt so unfassbar vieles, wie gesagt, über 79 Bücher waren das, ne? 74 Bücher. Ich sage, das kann man nicht so genau sagen, Annette. Ich sage immer 74. Ach so, also, okay. Ja, also, es sind ja auch welche dabei. Krankheit des Weges ist ja mit Detlefsen zusammen entstanden. Ja, ja. Es waren meine Deutungen, aber er hat das größte, zwei Drittel hat sicher er geschrieben. Mhm. Und mit der Magie meiner ersten Frau habe ich zusammen Bücher geschrieben und so. Mhm. Die kannst du gar nicht so einfach zählen. Ja, ja. Also vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir jetzt noch, das ist jetzt Abend geworden, ich wünsche dir noch einen wundervollen Abend und morgen wieder einen guten Fastentag mit deiner Community. Und vielleicht sehen wir uns ja mal persönlich. Würde mich sehr, sehr freuen. Ja, jederzeit. Damanga. Mhm. Okay. Herzlichen Dank, Annette, auch für dieses Forum, die Bühne hier. Und euch, die ihr zuhört, alles Gute. In dem Sinn. Dankeschön. So, das war das Interview mit Dr. Rüdiger Dahlke. Und es hat viel länger gedauert, als wir veranschlagt haben, nämlich so ungefähr die doppelte Zeit. Aber ich bin mir sicher, es hat sich für dich gelohnt. Ich bin mir sicher, du hast jetzt einfach ein besseres Verständnis für Krankheiten, für die Symptome deines Körpers, die Symptome, die ja die Sprache deines Körpers sind. Ja, ich freue mich, wenn dir das Interview gefallen hat. Und ich freue mich, wenn du einen Kommentar da lässt. Ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst, um in Zukunft keine Podcast-Folge und auch kein anderes Video, kein Clip zu verpassen. Und ja, betätige die Glocke, dann wirst du auch immer informiert. Pass auf dich auf, mach's gut, denn deine Gesundheit machst du selbst. Ciao, bis zum nächsten Mal.